So. Ich finde deine Geräusche immer lustig. Meine? So. Das will ich nicht. Das ist dieses Vieh hier. Nee, deine. Ach so. Ja, das ist Kalb, das ist hier Kämpfen, hör mal. Ich muss ja schließlich hier hoch und runter und so. Hin und her und rum. Genau. Und dann gegen den Wasserstrom hier kämpfen, das ist Arbeit. Das ist harte körperliche Arbeit. Ich merke. Oh mein Gott. Was? Was denn? Komm mal her. Die haben da tatsächlich Anpassungen gemacht. Schau mal, wenn du hast doch das. Hier bin ich. Du hast doch dieses Ding, die sind ja rund bei dir auch, ne? Ja. Genau. Wenn ich jetzt hier den einen dran baue. Ja. Hier dran baue. Ja. Guckst du genau hin, es gibt Übergänge. Ja. Damals waren das mit harten Kanten, da gab es gar keine Übergänge. Okay. Das haben die mit eingebaut, das sieht ja richtig geil aus. Okay. Cool. Wobei, richtig rund wird's mit dem anderen Ding. Mit dem anderen? Ja, aber das ist halt echt normales rund. Holz. Ja, das ist ja Holz, das ist ja normales Holz. Wir wollen es ja nicht rund haben, das ist ja ganz normales Holz. Ja. Das hat ja diese abgeflachten Kanten. Genau. Dass die Anpassung mit da jetzt mit drin haben, das finde ich geil. Okay. Das feiere ich gerade. Okay. Das ist super. So. Hier mal ein bisschen Licht setzen, sonst wird es hier echt zu spooky. Ja, ich mache währenddessen mal hier den das Haus weiter. Mhm. Aha, hallo ja. Mein Freund. Ja, wer ist da? Oh. Ja? Da ist der, der die Geräusche macht. Ein Geist. Mhm. Und blöd ist. Oh mein. Au! Ich hab ihn erwischt. Aber er hat mich auch ganz schön. Gekitzelt. Mhm. Ja, und du hattest recht mit der Höhle. Ja. Ich hatte recht mit der Höhle. Ja, hier ist eine Höhle drunter. Ja. Wäre schlimm, wenn nicht. Okay, oh ja, alles klar. Mhm, ja. Mein Gott, sehr schön, da kommt gleich eine Spinne an. Wir haben hier riesige Berge. Rundrum. Okay, die kommt nicht hoch, weil ich hier zu viel Wasser habe. Alles klar. Dumm gelaufen, ne? Ja, ist ziemlich blöd, ne? Mhm. Ja. So. Das hier noch ab, das hier abbauen, das hier abbauen. Oh Gott, wo hast du denn überall die Kirschblüten hingemacht? Ich hab die alle gepflanzt. Hast du da kein System? Pflanzt du die einfach querbeet? Ich pflanz die einfach querbeet. Okay. Toll. Ja? Ein Spinnenauge. Ich hätte aber viel lieber einen Faden. Ja. Genau. Tja. Oh, no. Oh. Okay. Große Höhle. Ja. Sehr große Höhle. Dann habe ich ja eigentlich den Turm perfekt hingesetzt, oder? Hau ab! Die sehen aber eklig aus. Oh, sehen die eklig aus. Die Creeper sehen so eklig aus hier. Warum? Die sehen wirklich eklig aus. Okay. Also ehrlich, echt wirklich, wirklich eklig. Ich habe ja noch nicht das Vergnügen gehabt hier in diesem Let's Play. Sei froh. Boah, die haben auch eine Krawatte an, aber nee. Ah, doch, ja, ich kenne die. Ich habe das Texturenpack damals ja mal verwendet. Ja. Versicherungsvertreter, ne? Ja, aber wirklich einer. Aber von der ganz harten Sorte. Oh. Nur die Harten kommen in den Garten. Oh Mann, ey. Oh je.
So, wenn ich jetzt hier Sachen abbaue, ne? Meinst du, ich finde wieder zurück? Ich hoffe doch. Ansonsten einfach nur hochgraben. Ja. So. So. Oh, ich grab langsam Hunger. Also hier im Dings-Spiel. In Real Life? Nein, hier so im Dings. Mein Hungerbalken geht nach unten. Ich habe ja leider nichts dabei. Okay. Ich hatte dir das ja gegeben. Ja. Nein, ich habe was dabei. Haha, Berries. Yeah. Ah, lecker. Ich redest von pink-schwarzen Dingern. Bitte was? Du redest von pink-schwarzen Dingern. Nee, die sind tatsächlich ausnahmsweise mal nicht pink-schwarz. Ja, weil die nicht von Harvestcraft sind. Genau, die sind von Biomes of Plenty. Genau. Was ist da? Oh, da ist das. Und das fängt langsam wieder an, dunkel zu werden. Tja, ich bin jetzt in der Höhle. Ich weiß. Am besten kommst du auch runter. Nein, ich komm nach oben, warte. Ja, ich bin gerade noch am Kirschblüten pflanzen. Kirschbaum pflanzen. Hau ab! So. Oh, hier ist ein Oger. Ich werd nicht mehr. Alter, der grunzt dich einen weg. Oh, no. No. Oh, scheiße, ich hau ab. Nee. Nein, lass mich in Ruhe. Ach, du Scheiße. Das ist doof. Boah, was haben wir hier für Getiers auf einmal drin? Mhm. Ihhh. Und wir sollten jetzt echt gucken, dass wir ins Bett kommen. Ja, ich bin auf dem Weg. Hoffe ich. Doch, ich bin auf dem Weg. Ich hoffe. Ja, ich bin auf dem Weg. Ah, okay. Hier rum. Ach, komm schon, bitte, lass mich hier durch. So, okay. Und den weg. Wo geht's jetzt hoch? Hier. Okay. Und da ist die Treppe. Halt. Dort ist die Treppe. Ja. Ha. So, wer liegt nicht im Bettchen? Ha? Wer liegt nicht im Bettchen? Ich muss außen rumlaufen. Ich habe nicht mehr viel Leben. Und das heilt sich nicht, weil ich total Hunger habe. So, ich bin im Bett. Fein. Gut. Ich brauche Essen. Ich brauche. Ne, ich habe nicht nur Quatsch, ich habe immer noch Berries. Nein. Ich habe noch die Berries. Ich habe es vergessen. Haha. Njam. So. Ich gehe weiter abbauen. Nee, ich gehe nicht weiter abbauen. Was meinst du, soll man das so kariert hier oben machen? Kariert? Wie meinst du kariert? Wenn du mal herkommst, dann ja, kann ich dir zeigen. Mache ich sofort. Und so. Ja. Also so. Ach, wie hier drüben oder so wie hier. Wobei ich eher zu dem hier oben tendieren würde. Ja, finde ich auch besser. Das ist sonst zu viel Holz. Genau. Jetzt bloß nicht die Weiner meiner Taste drücken. Doch. Genau jetzt musst du die drücken. Dann ist alles weg. Richtig. Das heißt, wenn du mal jemanden verarschen willst, dann kannst du das komplette Haus abreißen. Oh ja. So. Gut. Sammel gerade so die Dinge, die so hier in der Erde versteckt sind. Okay. Ja, ich wollte nur sagen, man kann hier den Turm noch ein bisschen weiterbauen, wenn du da bei Gelegenheit dazu kommst. Klar, mach ich. Die Frage ist jetzt, was für Holz machen wir für den Boden? Spruce oder Birke? Die Treppen sind aus Spruce. Ich weiß nur als Hinweis.
Nicht, dass es nachher zu viel wird. Ja, Birke wäre wahrscheinlich so ein schöner Kontrast zu diesem Rotbraun. Probier es einfach mal. Genau. So, machen wir hier mal ein bisschen davon. So. Kann ich die dann vielleicht irgendwie bearbeiten? Dass wir da vielleicht eine Form reinkriegen. Hey, da ist auch noch Kohle. Nein, Eisen. Ah. So. Ich probiere einfach mal. Ja, na klar. Ich bin da einfach mal einfach testen. So kriegst du es am einfachsten raus. Immer einmal ausprobieren. Ja. Wenn es nicht gefällt, abreißen, andere Möglichkeit wählen. Nur die Frage, wie muss ich das Ding dann setzen, dass es richtig hinbaut? So. Ach, dazu bräuchte man wahrscheinlich den Meißel, um die Dinger zu drehen, oder? Hast du jetzt mit dieser Mod da gearbeitet, oder? Ja, ja. Nee, ich glaube, du brauchst dafür den Hammer. Wenn okay. du das drehen willst. Ich glaube, der Hammer ist das Werkzeug, um die Dinge... Nee, aber die hier fallen mir so nicht so wirklich. Weg damit. Nee. Oh, fuck. Was? Hier unten ist ein... Nein, nein, nein! Oh, fick dich! Nein, hau ab, du... Oh, leck mich am Arsch. Nein! Nein, Entschuldigung, ich habe das mal mit böse Wort gesagt, aber das war jetzt gerade nötig. Oh, Scheiße! Nur noch knallen. Oh, Scheiße! Wollt ihr jemand eine Versicherung verkaufen? Nee, nee, das ist ein... Oh, Shit! Das ist ein Shit, okay. Ich weiß es nicht, wie die heißen. Mir fällt es gerade nicht ein. Golem, glaube ich. Und der, naja, sagen wir mal so, der kämpft sich durch die... Gestein. Ja, der macht halt einfach die Wände kaputt. Das ist doch ein Dummkopf. Der guckte mich eben so ein bisschen an und meinte dann so, weißt du was, ich komm mal eben rum, ne? Oh, das ist saublöd, weil... Ist der böse? Der ist böse. Der ist super böse. Und den kriegst du nicht eben mal mit einem Holzschwert weg. Oh mein Gott. Hast du ein Holzschwert? Nein, ich sage nur Holzschwert. Ich wollte schon sagen, was? Holzschwert? Habe ich irgendwas verpasst? Oh, Mann, nein. Oh Gott. So, ach verdammt, ich brauche eine Workbench. Da hinten ist er. Solange er mich nicht sieht, ist alles gut. Der kommt. Ich finde es ein bisschen amüsant, dir zuzuhören. Ja, komm mal runter, dann weißt du, was hier amüsant ist. Nee, ich habe keinen Bedarf. Nein, lass mal lieber. Ist er um die Ecke gelaufen. Du blöder Idiot, bleib da stehen. Wenn er mich nicht sieht, dann ist alles gut. Tja, bis er dich sieht. Ja, das Blöde ist... Ja. Also das macht jetzt so eine Höhlentour wirklich... das hebt die auf ein ganz neues Level, möchte ich mal sagen. Das wird wirklich amüsant. Weil der ist auch nicht gerade leicht. Also den kannst du nicht eben wegkloppen. Das kannst du vergessen. Stell dich nicht so an. Nein, den kriegst du nicht eben mal weg. Ich weiß. Brauchst du mir nicht sagen. Alles gut.
Ich hoffe, dass ich den weg... Also, dass der vielleicht wegspawnt. Irgendwann. Irgendwann. Ja, oder wenn es halt genug ausgeleuchtet ist, dass er dann vielleicht auch irgendwie verschwindet. Was ist das? Ach, das ist die Fackel. Jetzt ist er um die Ecke gelaufen. Der steht. Hast du um die Ecke gebracht? Nein, nein, der steht um die Ecke rum. Okay. Ja, ja, grunzt du dir nur einen weg. Ja. Oh, und der ist groß, das sag ich dir. Der ist nicht klein. Da ist er. Der hat einen Zopf. Okay. Vielleicht steht er ja drauf. Wenn ich das jetzt hier hinsetze, na? Wie ist das? Jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, ja, wie ich den dazu bewege, dass er mich nicht sieht. Einfach indem du hochkommst. Nee, ich will ja hier weiter abbauen. Ja, was willst du denn abbauen? Kohle, Eisen, alles. Ja, lass uns doch erstmal das Haus oben fertig bauen. Das wäre, glaube ich, das Beste. Das machst du doch schon. Ja, aber die Treppe muss jemand bauen, was das Haus ist. Ach so, dafür. Okay. Und die eine dann Mutter, sag, dann, ich mich auch dann nicht sage aus. Das doch, dass du die Treppe gemeint hast. Ja, allgemein. Oh, hallo, Herr Hase. Herr Hasenmann. Tja, also ich sage, Mann, ich wünsche dir sehr viel Spaß in deiner ersten Solo-Tour hier unten. Oh, ja. Ich werde nie wieder nach unserer Wäsche spielen. Ha? Ich werde nie wieder nach unserer Wäsche spielen. Oh mein Gott. Oh Mann, dass das Weed hier. Du musst, echt du musst dich. Langsam wachsen. Ja, du musst dich um diesen Golem oder wie auch immer der sich da schimpft, musst du dich ein bisschen drumrum arbeiten, sag ich mal. Okay. Also wenn der dich nicht sieht, dann greift er tatsächlich nicht an. Nur wenn er dich sieht, dann ist vorbei. Dann ist er böse. Okay. Und dann rammt der halt einfach Steine weg und reißt Wände ein und so ein Zeugs. Okay. Wir sollten aber trotzdem gucken, dass wir unser Hungerproblem gelöst kriegen. Ja, deine Farm muss funktionieren. Ja, dafür brauchen wir Updates, um mehr machen zu können. Ja, und was brauchst du für die Updates? Redstone. Bitte was? Redstone. Eine Redstone. Ja, siehst du, deswegen gehe ich runter. Okay, so, 1, 2, 3, was funktioniert? Oh, der Hase kommt mir hinterher, wie niedlich. Nee, der rennt die Treppen mit hoch. Okay. So. 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 Also, wenn du noch weiter hoch möchtest. Nö, ich denke mal. Das sollte reichen. Es kommt drauf an, wie hoch die Dachspitze von dem Haus wird. Oder? Ja. Also wenn du auf der Ebene hier bist, wo ich jetzt gerade stehe, dann bist du, glaube ich, genau auf der Ebene von dem Klotz hier. So, ja, ich weiß aber nicht, ob das Dach so hoch wird. Kannst du darüber marschieren? Easy, einfach. Mhm. Wir sollten jetzt ins Bett gehen. Ja. So, wer ist nicht im Bett? Ich bin am Essen, ich hab Hunger. So. Jo. Gut. Sieht doch ganz nett aus, das Haus, oder? Sieht okay aus, auf jeden Fall. Ich mag das Rot. Ich mag das Rot von Haus, aber ich denke mal, mit den anderen Sachen können wir diesen Rotstich doch sehr verschönern. Ja, aber ich mag das Rot. Möchtest du mit dem Ding, wo du draufstehst, ein Dach machen? Weiß ich nicht. Ich trau mich nicht. Ja, könnte ich machen.
wenn ich weiß, wie du dir dein Dach vorstellst. Ja, irgendwie spitz hätte ich mir das gedacht. Aber ich weiß halt nicht, wie man das mit dem Ding da macht. Also so wie die Hölzer sind im Prinzip von hier außen. Also quasi von spitz links unten nach in die Mitte hoch und dann genau, wieder runter. Rechts unten, genau. Also quasi ein Satteldach, wie man das so schön nennt. Wenn man das so nennt. Okay. Ja, das ist kein Problem. Ja. Aber wie aber hoch soll aber das sein? Nicht. Und vor allen Dingen? Das ist ja die Frage, die sich stellt. Das ist die Frage. Ich glaube, du musst in der Mitte noch etwas höher gehen. Ja, das ist das oder so. Weil das sind nur zwei Blöcke. Das ist auch zu niedrig. Dann hast du immer diesen Effekt, dass du denkst, du bist in so einer klaustrophobischen Kiste eingesperrt. Das brauchst du mir ja nicht sagen. Das ist mir ja klar. Genau. So, wenn wir das quasi anfangen und ziehen das einen weiter raus, als der Abschluss hier ist. Ne? Dass wir so einen leichten Überhang haben. Mach, probier einfach. Dann sieht das, glaube ich, besser aus, als wenn das Plan da drauf ist. Gut, aus welchem Material?